Mal nicht, dass ich bei mir morgen so ein Buschaos habe, morgen früh. Glaube ich, aber einfach die Linien viel zu eng getaktet. Scheiße. Ja, musst du die umtakten, dass die weniger fahren. Aber dann Ja, musst du ja du sagst trotzdem es einen so Tag damit leicht. auskommen. Hast halt immer die Naja, Kacke du da. sagst das so. Oder Linien absagen, aber ich weiß noch nicht, was dann passiert. Ja, die Zufriedenheit der Kunden reduziert sich. Okay. Ich bisher noch Jetzt nicht. erstmal alles auf halbe Schnelle. Kannst nicht arbeiten. Nicht ändern. Stunde 20 Minuten. So, ab und zu mal. Oh, ich habe vier Linien. Linie 2. Warte. Linie 4 ist die Ich hab keinen hoch. Bus, what the fuck? Und Linie 3 Busse, komm wieder. ist die nach da unten. Okay. Nein. Zuweisen. Boah, die Ja, ich will jetzt läuft. gucken, ob 4 die ist halt die nach kommen. oben. Linie 1, der. Und Linie 3, der. Aber Sandbox-Modus war es ein bisschen einfacher. Ja, glaube ich dir sofort. Aber die Herausforderung, dass das alles läuft und dass du genug Busse und Personal hast, einfach nur Ja, Hammer. klar. Hab immer genug Sprit im Bus, das ist immer wichtig. Ja, das habe ich immer. Das ist klar. Tankt die immer voll. So, wenn ich richtig geplant habe, müsste eigentlich ein Gelenkbus noch überbleiben heute Nachmittag. Für alles, was Wenn, also sonst. wenn ich mal Busse wiederkriegen würde, würde ich weiter planen können. Was habe ich denn eigentlich jetzt? 3, Na, das ist ein 6, großer, das ist gut. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, Ich habe doch 8, eine Linie 9, vergessen. Dann 10. geht der Gelenkbus auch noch weg. Ich kann es ändern. Theoretisch könnte ich noch bei einem Bus organisieren, gebraucht. Der reinigt, das ist gut. Ersatzteile, Reifen. So, tanken noch, dann ist der C2 auch fertig. Mal tanken. Ich habe also gebraucht, muss ich nur noch fertig machen. Erstmal reinigen. Irgendwie Pest. Geht denn irgendein Bus noch auf Linie 4 heute? Da gehen gleich zwei Gelenkbusse hin, da muss ich mal kurz warten. Hat sie ändern. Da ist jetzt genauso die Mittagszeit. So, Nachmittag, ich habe jetzt 15 Uhr. So, vollkommen Da gut, fängt das jetzt vollkommen gleich an, läuft voll zu laufen. Gut, dass da jetzt gleich auf die Linie 4 gleich zwei Gelenkbusse fahren. gut. Aber das mache ich. Also ich bin also wirklich, wir empfehlen euch, das wirklich mal zu spielen. Das ist wirklich ganz geil. Und dürfen nicht vergessen, es ist ein Alpha immer noch. Also in der Early Ja. Access ist es ja sogar, wenn du es richtig benennst. Also ich krieg das, kann das hier absagen, ja. Geister kommen wieder jetzt hier. Boah, Busse! Als nächstes muss ich meinen Servicebereich umbauen. Oh, komm, da kommen zwei Gelenkbusse wieder. Schmackofatz. So, komm, Tanken. dann lauf da jetzt und das jetzt. Da müssen wir eben neue Reifen auf dem Bus. Tut nix, naut. Wo ist der Tank? Ja, der muss tanken. So. Ja, Geht mein wieder raus. Ich muss meine Service größer bauen. Ich habe jetzt einfach so ein
so eine Theke mitten reinklatscht, dass die viele Leute daran arbeiten können. Das geht einfach nicht. Ja, zwei, das muss reichen. Also ich brauche definitiv noch zwei Busse, da komme ich nicht rum. Boah, scheiße. Fünf muss der dann dahin. Doch, wir haben einen weiteren. Ach, was? Ehrlich? Ich bin gar nicht drauf gekommen. Ach, meine Wertung ist von 4 auf 4,1 hoch. Geil. Oh, noch eine Linie. Bremsbeläge. Doch, die ist wieder am Bus. Was ist denn mit ihm? Wie kann ich das denn jetzt nicht zuweisen hier? Hallo? Wo ist denn hier? Wo sind denn hier die Schreibtische da? Ich muss mein Büro mal umbauen. Ich brauche mehr Platz im Service. Das geht nicht. Kann ich den nicht zugreifen? Der Vertrieb so. Das ist jetzt aber blöd. Den ich einsetzen kann. Büro-Tür. Die schieben wir dahin. Halle, Fuhrstraße, Service Center. Aber das macht schon Spaß, das Spiel, definitiv. Ja, das ist so jetzt. Kurz gucken hier. Der ist ready. Den reinigen. Das Scheißding. Karieren. Wie sieht's aus? Katastrophe bei mir. Naja. Naja. Was so, jetzt kommt repariert das Ding jetzt hier. Linie 1, 788 Fahrgäste, gar kein Akt. So. Ja, jetzt haben wir. Noch unter Öl und Reifen. Reifen und Blinker. Boah, konnte ich nicht irgendwo Deko bauen, der hier Wände taube. Wie erweiterst du Räume? Wenn du, sag ich mal, einfach nur irgendwie das Büro ein bisschen größer haben willst, dann die Toilette kleiner. Ach so, sonst, weil ich gesagt, baue einfach an. Ansonsten kannst du es einfach abreißen. Ja, und neu bauen. Hast du diesen Hammer und dann kannst du da einzeln die Paratweise das Büro abreißen oder kleiner machen dann. Dinken. Ich hätte noch ein paar mehr Servicetheken ganz gerne.
Reinigungskraft, ich brauche noch eine Reinigungskraft. Ich brauche ein großes Büro. Das war nicht so gewollt. So. Jetzt wird hier der Service weiter. Bam! Jetzt geht's ab. Drehen bitte. Die sitzen ganz gerne auf Ledercouch, habe ich festgestellt. So, den Service mal verdoppelt. Gar kein Akt. Oh, keine Busse mehr da. Ja, läuft doch. Ja, hab ich mir gerade auch so gedacht. Also da kannst du Stunden, wirklich Stunden davor verbringen. Ja, das ist so. Ja. Aber mir macht Spaß, wirklich. Also das finde ich richtig, richtig geil. Oh ja, Minus. Shit. Uiuiui. Uiuiui. Also ich habe heute 22.000 Euro bisher eingenommen und ich habe jetzt 19.30 Uhr. Aber ich habe auch heute umgebaut und gekauft wie ein Weltmeister. Ja, glaube ich. Du kennst ja die Standardgröße des Service Centers. Der ist jetzt doppelt so groß geworden. Läuft. Weil die rennen mir da die Bude ein. Ja, läuft doch. Da kommen die ersten. Soll ich hier mal sinnvollst noch hier irgendwie ein paar Parkplätze dazu, aber ich brauche natürlich noch Busse. Wie sieht denn sonst die Auslastung meiner Linien aus? Ja, die ist gut. Linie 2 hat auch noch, obwohl da noch Kapazitäten, die wechseln jetzt gerade. Linie 4 könnte gleich nochmal knapp werden. Muss da der nochmal an meinem hin für 2 Stunden oder so? Warte, dann geht nicht. So. Ich habe 3,1 aktuell. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 2 Busse kann ich noch kaufen. Wie viel Platz hast du noch? Brauche ich ja. Brauche ich. Also ich komme nie drum herum. Ich habe noch ein bisschen Angst, was ich habe ja 2 Linien umgebaut. Ich habe ein bisschen Angst morgen früh,
Dass mir das morgen früh um Ohren fliegt, der ganze Haufen. So ein das bisschen willst du dann Bammel habe ich da morgen früh vor. Dass ich dann hier stehe und ist nichts passiert. Ich wünsche, alle Busse wären so sauber. Ja, ich weiß. Da wird ja auch ganz da hinterher gewreinigt. Wie dann der Schlechtball. So. Nicht dann aus Sitzgelegenheiten. Könnte man zur Not mal irgendwer hier hinbauen. Service Center. Der ist top, der ist top, der ist top. Schön. So, jetzt kann ich die Linie noch wieder ein bisschen anpassen. Kann man denn, du hast ja mit dem Schichtplan schon gearbeitet. Ja. Was kann man da machen? Kannst du mir das grob erklären? Also du hast, du kannst dann zum Beispiel die einzelnen Tage dir auswählen. Das heißt, du kannst mir sagen, du fährst Montag bis Sonntag komplett gleich. Ja. Du kannst auch sagen, du fährst Montags bis Donnerstags, anders wie Freitags, einzeln Samstags oder einzeln Sonntags. Du kannst dir alles einstellen. Okay. Oder kannst sagen, du fährst Freitags, sag ich mal, von 0 bis 20 Uhr im 30-Minuten-Takt und dann von 20 bis 0 Uhr wieder im 10-Minuten-Takt. Also kannst du das auf die Stunde und auf die Minute einzeln einstellen. Und du kannst halt eben sagen, du fährst im Dauerintervall, also im Dauertakt, 20 Minuten und zu den Hauptverkehrszeiten, das wäre hier 6 bis 9 und 16 bis 19 Uhr, jeweils dann noch verstärkt. Und du kannst halt genau das einzeln machen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwann nachher auch machen kann, dass du jede einzelne Fahrt, die es gibt, mit anderen Diensten zusammentauscht. Das weiß ich noch nicht. Na gut, ist auch nur eine Alpha. Also weil, was mich halt interessiert, ob ich jetzt, sag ich mal, feste Busse auf eine feste Linie zuweisen kann, zu bestimmten Uhrzeiten. Ja, das kannst du nachher machen, ja, das kannst du machen. Okay, weil mir geht das tierisch auf den Sekt, mir zu merken, ich brauche da morgens keine Gelenke, aber nachmittags schon. Ja, nee, und dann zwei und dann da einer und da reicht auch ein... Oh, platzt mir jedes Mal die Hutschnur. Weil du kennst ja mein Ameisengedächtnis. Ja. Das ist etwas Besonderes, hätte ich gesagt. Ein wenig, ja. Naja, deswegen, also das ist, ja. So, ich muss noch eine neue Linie jetzt mal machen. So, dann die 13 haben wir jetzt, dann mal die 11. Haben wir jetzt, glaube ich, erstmal den 9, das Kinderhaus. Habe ich die Kreuz und Viking Hege drin? Jo, die habe ich drin. Glaube ich, warte mal. Jo, da ist sie. Kreuz und Viking Hege, die 9. Ja, achso, dann muss ich meinen Disponieren hier wieder. Noch einen neuen Karim verpasst. Egal was kostet, her damit. Finde ich auch einfach ein großes Pferd und es ist ein Busfahrer, der das fährt. Weißt du, weißt du, was ich eigentlich bei mir am geilsten finde? Einen großen Raum, wo ich einfach die Raum voll klatsche mit Spinnen. Ja, das ist so. So, ich war gleich mal die 9, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, Eisenbahnstraße. Dann fährt die 9 links, Altstadtbild. Muss ich mal legen, wie fährt die denn? Die geradeaus oder rechts?
mal eben dein Dings öffnen. Das, die Linie 9 weiß ich zum Beispiel, ist eine der wenigen, wo ich sage, das kenne ich jetzt nicht aus dem FF. aber sonst den Rest der hunderte von Linien. Ja, genau. Ja, da haben wir's. Kommen da noch Busse wieder? Ja, oder kommen noch Busse wieder, Alter? Katastrophe. Halmar. Oh, der muss auf jeden Fall repariert werden heute Nacht. Einverstanden. Erst ob wie ein Schnitzel. Rausfiltern die Linien. Zack, dann pflanzen wir da mal einen neuen Motor rein heute Nacht. Gar kein Akt. Jo. Bei einem auf Lager liegen. Dann geht. Muss ich auf jeden Fall einen neuen kaufen. Morgen früh, dass der vielleicht morgen früh schon da ist. Zack, 2.500 auch weiter. Mhm. So, Altstadtbild. Die 9. Altstadtbild. So, dann geht's da runter und dann da zum Prinzipalmarkt. Ach, wie fährt der denn zum Prinzipalmarkt? Oh Gott, oh Gott. Wie macht der denn da so einen Pferdefanz? Der Bild, Prinzipalmarkt. Um Platz. Oh Gott, wie schickt der mich denn da jetzt? Ja, da müssen wir wieder ein bisschen improvisieren. Fährt ja so durch die Stadt. Ohne Domplatz, so. Komm mal, Timpen. Warum ohne Domplatz? Was ist denn super? Komm mal, Timpen, so, und dann fährt er doch hier hoch. Glaube ich. Komm mal, Schlossplatz. Und Steinfurter Straße, mein Ciao. Mal Tinten. Schlossplatz. Steinfurter Straße. Luzinger Straße. Millionenring. Maurice, um einen Tag im Spiel zu spielen, brauche ich gut eine Stunde. Ja. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Gehege. Den gegen Hege. So. Nasen. So. Eisenbahnweg. So, dann. Umbruchplatz kommt da schon. Umbruchplatz. Genau, Schulzentrum. Auch ganz schweres Pflaster. Ah, weiter darf ich noch nicht. Ah, ist aber nicht freigeschaltet. Ist ja blöd. Ja, dann fährt er dann wieder zurück. Fährt erstmal bis Kinderhaus. Erstmal. In Armada an Leuten rumrennt, das ist eine Katastrophe. 6, 12. Ne, halt, stopp. 2, 5, 10, 15, 20, 23 Leute, Katastrophe, Marsch. Linie 2 zuweisen. Link zu hoch, auf geht's. Museum. So, den Picasso-Platz einwärts. Da muss ich nochmal gucken. So, Picasso-Platz.
Na, wie der Prinzipalmarkt, so war das. Kassumuseum, Prinzipalmarkt. Dann Altstadt Bild. Eisenbahnstraße. Oh, jetzt habe ich ja heute mal eine neue Liniengleichung. Jetzt wird es aber echt spannend. Und ich passe dann alles. So. Wunderbar. Okay. Wenn nicht, packe ich meine Sachen und verlasse das sinkende Schiff. Also, ja, das, das denke ich mir jetzt auch gerade. Scheiße, nein. So, hier ist erstmal Montag bis Freitag. Linie 3. Hier ist Freitag der Nachtbus. Linie 4. 20 bis 5 Uhr. Oh, ist die neue Linie nach oben heute. Eine Stunde. Linie 1 zuweisen. Der. Und hier, das ist nur Samstag. Ich habe heute Freitag, ist ja wie gleich Wochenende. Also auf Samstag, so Samstag fährt er bis. Gestern 10.000 weniger gemacht als sonst. So, was hätte ich gesagt? Samstag fährt er dann von 5 bis 20. Zack. 2.55 Uhr fährt der erste Bus vom Platz. Ich bin das jetzt bei der 11 gemacht. Also. Wie waren denn die Ticketverkäufe gestern? Oh, rückgängig. Okay. Bis 20. Der muss da fahren. So, zuweisen. Oh, ich habe mir fehlen 4 Busse. Wunderbar. Doch so viele. Ja. Ich würde mal gerne da unten weitermachen. 20. Stinken die denn alle so, Satan? Was? Rauchschwaden hinten raus aus dem Motor? Nein, also stinken, weil die dreckig sind, nicht, so. Nicht Motorschaden. Ich dachte schon, aber wenn der hinten qualmt, dann ist es immer schwierig. Ja, ja, ich weiß, dann ist Ende im Gelände. Ich weiß. Nee, ich brauche Platz, ich muss immer noch Plätze machen, ich habe aber keinen Platz. Muss der forschen? Nein, ist nicht mehr... Ja, kann ich nicht, ich habe wenig Erfahrung, also... Triebbewertung und sowas, da komme ich nicht weiter mit. Weil ich mehr Fahrzeuge brauche, um dass die Fahrzeugausfälle weniger sind. Satan, ey. Die Busse sind gepflegt und sauber. Ja, weißt du, was das für ein Akt ist? Jeden Tag aufs Neue? Kurz gucken, schon irgendwo Rush-Hour, schlagen die sich schon irgendwo die Köpfe ein? Mal gucken, also, was ich machen kann, ich mache eine Ringlinie, dass ich alle Haltestellen in eine Linie packe, weißt du? Weil da kann ich alle Busse auf eine Linie schicken. Das ist vielleicht für den Anfang gar nicht mal so doof. Weißt du, aber da kannst du am Anfang
die kommst du mit den Erfahrungspunkten weiter, dass du die Haltestellen abgedeckt hast, so viel Prozent, bla bla bla, Sehenswürdigkeiten, weißt du? Oh, ja, aber es piep hier nicht so rum, du Vollidiot. Weißt du, und dann kannst du nachher ja immer noch, wie heißt es? Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, auf die einzelnen Linien unten stehen. Also, dann hast du am Anfang, bist du direkt schon mal einen Schritt weiter für Megana. Das ist ja gar nicht mal so gut. Alter, Arsch. Dann kannst du nämlich dann im 5-Minuten-Takt oder 10-Minuten-Takt fahren. Ich glaube, das mache ich mal. Weil sonst komme ich nicht voran. Weil sonst muss jeden Tag die Schichten ausfallen. Ich habe bisher noch keine Schicht ausfallen lassen. Warte immer. Ich schaffe es nicht anders. Geht nicht. Funktioniert nicht. Alter, wie, warum laufen denn die Haltestellen morgens so voll? Soll ich dir die ganzen Busse wegnehmen? Welche Linie ist denn das? Linie 5. Komm, noch 400 Fahrgäste. Komm, das schaffen wir noch. 800, 900. Alter, Jungs, entspannt euch. Und alle wieder, nein. Oh, 800. 690, 200 noch. 3 und 5. Nein. Aber, nee, halt, stopp, da will ich nicht hin. Zurück, ja, genau. Alter, das steigt ja noch an, das wird ja noch schlimmer. Oh. Nein, es fehlen mir 100 Fahrgäste. Es fehlen dir 100 Fahrgäste zu was? Dann hätte ich viel mehr Schaden gekriegt, bevor 11.096 Fahrgäste an einem Tag. Oh, Alter. Komm. Kann ich noch schnell irgendeine Linie hier? Nee, ich sehe ja am nächsten Tag. Scheiße, egal. Haben wir am nächsten Tag laufen. Oh, Alter, hier geht's ab wie im...